Ich hoffe, dass sie irgendwas aus dem Hut zaubern, was noch nicht angekündigt ist, was dieses Jahr noch kommt. Wunsch erfüllt. Cool. Warum sprechen wir überhaupt noch über die Direct? Matthias, wir machen heute mal wieder Tendo quatscht zur E3 Direct. Hallo. Ja, hallo Mario. Was für ein Knüller am Anfang, ne? Ja, es war ja nicht ganz am Anfang, aber ganz bewusst hier bei uns im Video am Anfang. Wir haben nämlich gestern uns quasi auch live gefilmt, während wir die Konferenz, die Direct zusammen geguckt haben. Und vorher hatten wir beide Wünsche geäußert. Meiner war eben genau der gerade gezeigte. Der wurde dann mit Metroid Dread erfüllt. Es ist ein neues 2D-Metroid. Es war vorher nicht angekündigt. Es kommt dieses Jahr noch. Also, und es sieht bombastisch aus. Was soll man sich mehr wünschen? Also ich wünsche mir, ich bin damit glücklich, sage ich mal so vorsichtig. Ich freue mich riesig. Ja, ich habe auch gerade noch mal vor der Aufnahme schnell in Nintendo Treehouse reingeguckt. Das konnte ich gestern nicht gucken wegen dem Länderspiel. Und ja, ich muss halt sagen, diese Details im Hintergrund auch. Und also es sieht einfach nur fantastisch aus. Es zeigt einfach, wie viel in der Switch auch drinsteckt, gerade bei 2D-Spielen, wie viel man da machen kann. Und ich freue mich auch riesig drauf. Also das wird, glaube ich, auch storytechnisch interessant, weil man ja halt jetzt wirklich auch wieder in eine unbekannte, neues Gefilde, ein Nachfolger, der schon ewig gewünscht wurde, 19 Jahre, glaube ich, waren es oder so, seit Fusion. Also ja. Ja, ist lange her, es wurde oft gefordert und ich muss sagen, also ich bin jetzt an dem Punkt gerade auch wieder, wie ich es bei Spielen eigentlich immer mache. Ich habe jetzt die Ankündigung gesehen, weiß, es kommt in 4 Monaten und damit tauche ich wieder ab. Also ich werde mir jetzt nichts mehr angucken, durchlesen zu diesem Spiel, sondern ich werde es einfach auf mich zukommen lassen, was mich da erwartet. Denn das ist so der Vorteil an diesen kurz vorher Ankündigungen. Ich kann dann meine Freude darauf unterdrücken und mich dann wirklich voll drauf einlassen. Wo das nicht klappt, das wollten wir auch noch kurz sagen, ist bei Prime 4, denn ja, diesen Satz finde ich, ja, ihr wisst ja, nee, sie wissen ja, es ist schon länger in der Entwicklung, Punkt. Ja, warum erzählst du dann was dazu, wenn ihr uns eh nichts zeigt? Das fand ich wieder irgendwie schwach. Ja, dann lieber gar nicht ansprechen. Genau, wobei, und also wenn, dann hätte man sagen können, hey, es schreitet gut voran und wir planen irgendwie, das im nächsten Jahr rauszubringen. Aber so weit sind sie ja offenbar noch nicht. Aber auch egal, Metroid Dread hat mich glücklich gemacht. Aber es waren ja noch eine ganze Menge andere Dinge drin, über die wir kurz reden wollen. In diesem Mittelteil mal so ein paar kleinere, ich sag mal in Anführungszeichen kleinere Dinge. Fangen an mit WarioWare Get It Together, kommt am 10.09., also auch nicht mehr lange hin, und war längst überfällig für die Switch, dass da ein WarioWare kommt. Und cool finde ich auch, dass man das zu zweit spielen kann. Ja, ich finde es auch. Also ich fand auch die Art der Ankündigung fand ich sehr gut, sehr lustig gemacht. Und ich glaube, da kommt halt auch wieder so eine lustige Minispielsammlung gerade zu zweit auf einen zu. Und Julian ist ja absolut hin und weg, ja, hat er gestern noch geschrieben. Genau, ist das Einzige, was er brauchte. Ja, hin und weg bist du wahrscheinlich wegen Shin Megami Tensei, seit 47 Jahren für die Switch angekündigt. Jetzt kommt es am 12. November. Ja, aber man hat auch, denke ich mal, ganz gut gesehen, warum das Ganze so lange gedauert hat. Weil ich finde, Shin Megami Tensei 5 zeigt wieder eindrucksvoll, wenn Spiele wirklich für die Switch entwickelt werden von Anfang an, wie viel man doch aus dieser kleinen Konsole, Hybrid-Konsole rausholen kann. Und ja, eigentlich ein Muss für jeden Rollenspiel-Fan. Und alle, die sich Persona 5 gewünscht haben, ich lebe lieber mit Shin Megami Tensei 5, weil das ist ein komplett neues Spiel. Ja, es sieht auf jeden Fall für mich auch als Nichtkenner der Reihe sehr interessant aus. Mir wird vermutlich die Zeit dazu fehlen. Aber mal schauen. Als nächstes wollten wir noch ganz kurz über Mario und Rabbids reden. Das hatte Ubisoft ja schon gezeigt, angekündigt. Cool, dass es eine Fortsetzung gibt. Mega, dass die Rabbit Lumas dabei sind. Und ja, diese eine Überraschung der genervten Mama der Lumas war grandios, ja, fand ich. Das war schon echt gut. Ich meine, man muss halt dazu sagen, ja, ich habe es halt erwartet, dass es kommt, weil bei Ubisoft wurde es ja auch groß angekündigt. Man hat halt leider nicht wirklich was Neues gesehen. Ja. Ist aber halt okay. Ja, ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es wird ein gutes Spiel. Ist cool, dass Ubisoft das weitermachen kann. Und warten wir mal ab, was sich da entwickelt. Ist ja auch eher ein Spiel für nächstes Jahr.
Genau, kommt nächstes Jahr. Ich hoffe, sie entwickeln es ein bisschen weiter. Können wir an anderer Stelle vielleicht nochmal analysieren. Ja, dann sind auch wieder eine ganze Menge Ports angekündigt worden. Da haben wir uns jetzt mal ein paar rausgegriffen, über die wir gar nicht so viel reden wollen. Advanced Wars für den GBA kam die Reihe ja ursprünglich, kommt jetzt. Das Wii U Project Zero kommt. Dann so ein Quasi-Port oder so ein Best-of mit Mario Party Superstars. Finde ich eine coole Idee. Da finde ich nur schade, dass man zumindest in der Pressekonferenz oder in der Präsentation nur relativ wenig gesehen hat. Aber so ein Best-of zu machen und vor allem die N64-Ära nochmal aufleben zu lassen, ist natürlich schon cool. Also die haben das Spiel halt nachher dafür dann, ich glaube, 20 oder 30 Minuten in Treehouse gezeigt. Und das ist halt wirklich so, dass du alte Bretter hast und alte Minispiele, die dann halt zusammen in dem Spiel drin sind. Und ich glaube, dass das wirklich eine sehr runde Sache wird. Allerdings auch hier, es ist halt nichts Neues, ne? Also du kannst eigentlich genauso gut die alten Spiele spielen. Genau, das macht nur keiner, glaube ich. Also gerade N64 ist natürlich schwierig dran zu kommen. Und das sind ja auch die mit die beliebtesten. So Mario Party 2 ist ja schon ein Highlight. Ja, und dann gab es noch Life is Strange, kommt ein Port und aber auch ein neues Spiel. Aber da müsstest du was zu sagen. Ja, genau. Also Life is Strange ist ja schon eine Weile draußen. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, das wäre auch ein gutes Spiel für die Switch. Einfach vom Grafikstil. Und jetzt kommt es endlich. Ich habe auch mitbekommen, viele haben sich darüber gefreut. Ich finde es auch gut, dass der neue Teil jetzt auch direkt auf die Switch kommt. Was ich aber nicht verstehe ist, warum denn... es ist halt nicht die komplette Reihe. Es fehlt halt noch ein Titel, wenn ich es richtig verstanden habe, wo halt das Intro Captain Spirit war. Und da frage ich mich, okay, was ist denn mit dem? Also kommt der auch noch oder nicht? Warum macht man das nicht komplett? Verstehe es nicht. Ja. Zu viel Aufwand, zu wenig Nutzen wahrscheinlich. Ja. Was ich nicht verstanden habe, bevor wir auf das letzte Spiel kommen, über das wir reden wollen, ist, was ich noch nie verstanden habe und wurde mir gestern wieder sehr bewusst, warum siezen die eigentlich in den Untertiteln? Wir sind in einer irgendwie modernen Kultur mittlerweile angekommen und die sprechen mit Spielern, mit Spielerinnen und Spielern, die seit vielen, vielen Jahren schon Nintendo-Fans sind. Und dann kommt ständig dieses Sie in den Untertiteln. Das finde ich irgendwie ziemlich unpassend. Es ist natürlich typisch japanisch höflich, das ist klar. Aber passt nicht so richtig, finde ich, für so eine Präsentation. Nee, vor allem, weil ja auch der Umgang ansonsten mit Nintendo sehr persönlich wirkt. Also da ist ja dann schon, also auch in unserem Austausch, wir kennen es ja auch, da ist man halt per Du. Und deswegen kommt das dann nochmal seltsamer rüber, weil... Ich verstehe es auch nicht. Also mir wäre es auch lieber, sie würden einem duzen, weil es einfach direkt persönlicher ist und auch die Bindung so ein bisschen zeigt. Genau. Ja, und dann das andere, so an generellem Punkt, den ich noch hatte, ist, was mir wieder extrem aufgefallen ist, dass sie alles mehrfach erzählen. Also da kommt einer vor die Kamera, sagt, hey, wir zeigen euch jetzt was Neues, switcht. Dann kommt ein Trailer und dann hinterher sagt er uns nochmal, hey, was sie gerade gesehen haben, ist ein Trailer zu XY. Ich hoffe, sie freuen sich drauf. Du denkst, ja, ich war dabei gerade. Haltet ihr uns für blöd? Warum erzählt ihr das jetzt nochmal? Also diese ganzen Zwischenauftritte, die waren irgendwie sinnfrei. Entweder du erzählst da was einen Mehrwert bietet, oder du lässt es bleiben. Und teilweise haben sie sogar weniger erzählt. Also ich meine, dann haben sie das Datum veröffentlicht und in der Aufnahme stand dann ja, kommt bald so oder so. Du denkst dir auch so, hä, was soll das? Ja gut, das ist halt die Internationalität. Ne? Ja. Die Aufnahme der beiden Herren haben sie halt einmal gemacht und wird halt in allen Regionen gezeigt. Aber das Datum ist halt wahrscheinlich unterschiedlich, Japan, Amerika und Europa. Aber trotzdem. Ja, kommen wir zum letzten Teil, wo sie direkt am Anfang ja getrollt haben, als dieser epische Trailer anlief, wo jemand am Anfang noch Unbekanntes den besiegten Ganondorf auf dem Arm hat und ihn dann herabschmeißt. Und du denkst, boah, geil, die fangen direkt mit Breath of the Wild, dem Nachfolger, an. Und dann ist es natürlich nur ein neuer Smash Bros. Charakter. Das fand ich, war ein bisschen gemein. Ja, also da haben sie wieder übertrieben, aber... Noch gemeiner wäre es gewesen, das zu bringen und gar nichts zu Zelda zu zeigen. Ja. Sie haben ja wenigstens was gezeigt. Genau, auch sie haben dann damit geendet. Ja. Auch wenn ich mir da echt mehr erhofft hatte, also so ein 1-Minute-Teaser, mich hat es auch nicht wirklich mitgerissen. Also es hat bei mir nicht wirklich was ausgelöst. Ich freue mich jetzt nicht mehr, aber auch nicht weniger auf das Spiel. Also irgendwie so, ja, man hat einfach zu wenig gesehen und
ich weiß auch noch nicht so ganz, in welche Richtung das Spiel denn jetzt gehen möchte mit uns. Also ja, wir haben jetzt diese Inseln, die in der Luft sind. Das ist eine coole Neuerung. Man hat auch neue Funktionen gesehen, auch cool. Aber worum geht's denn jetzt in dem Spiel? Also was erwartet mich storymäßig? Ja. Wir haben ja nicht mal den Namen, der wenigstens darauf hindeuten könnte. Was passiert denn jetzt dort? Was ist denn das große Kern? Kämpfen wir wieder gegen Ganon? Und wenn ja, warum? So, also, ja, das alles sieht, schwierig. Dass sie zur Story noch nicht zu viel verraten wollen, ist natürlich klar. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass sie gar nichts verraten haben. Klar, man kann jetzt diesen Minuten-Teaser hoch und runter analysieren. Das wird auch passieren über die nächsten Tage, Wochen und Monate, dass man da Kleinigkeiten finden wird. Aber ich hätte mir auch mehr gewünscht, wo ich selber, ohne jetzt irgendwelche wilden Analysen und Theorien gucken zu müssen, mitarbeiten könnte. Also wie du sagst, Name wäre cool gewesen, so ein bisschen der Story-Aufhänger, dass man schon so ein bisschen mehr hat, worüber man nachdenken kann. Es war gut, dass sie es gezeigt haben, dass es ein Lebenszeichen gab, jetzt so langer Zeit nach der ursprünglichen Ankündigung mit diesem, Trailer oder Teaser-Trailer. Aber ja, wie du auch sagst, es hätte einfach mehr sein müssen, um mich jetzt richtig hypen zu lassen auf das Spiel, was ja voraussichtlich nächstes Jahr kommt. Ja, mal abwarten. Es könnte auch noch bis 2023 dauern, weil... Genau. Sie ist ja nicht Anfang des Jahres. Und das ist halt schon sowas, was mich sehr, ja, wundert auch teilweise. Ja, sie wissen es einfach noch nicht. Ne? Ich meine, er hat ja gesagt, sie peilen es an. Mal gucken. Ja, das soll es schon gewesen sein zu unserer kurzen Nintendo-Quatscht-Analyse zur Nintendo Direct E3 2021. Uns interessiert jetzt natürlich, ich gucke jetzt mal in die Kamera, uns interessiert jetzt natürlich eure Meinung. Was fandet ihr? Was sind eure High- und Lowlights? Worüber habt ihr euch besonders gefreut? Was hat euch gefehlt? Kommentiert, steigt mit uns in die Diskussion ein und wir werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen über das ein oder andere Spiel noch ein bisschen mehr Content produzieren. Aber an dieser Stelle soll es erstmal reichen. Ich danke dir, Matthias, für deine Zeit und euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.